In den USA und in Großbritannien haben die Notenbanken Zinserhöhungen angekündigt. Unter anderem das steht heute an den Finanzmärkten im Mittelpunkt. Mehr dazu von Stefan Wolf aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Die Finanzwelt richtet sich auf weiter steigende Zinsen ein und versucht, sich in diesem Umfeld einigermaßen zurechtzufinden. Nachdem die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel angezogen hat, sprich mit einer Zinsanhebung die Zinswende endgültig eingeläutet hat, folgt auch die Bank of England mit einer weiteren Zinsanhebung. Für Gesprächsstoff sorgt allerdings heute vor allen Dingen die Europäische Zentralbank. Es geht um Aussagen aus der EZB heraus, denen zufolge die Währungshüter den Ukraine-Krieg stärker auf den Radarschirm nehmen. Denn sie gehen davon aus, dass von dieser militärischen Auseinandersetzung die Inflationsgefahren auch für den Euroraum weiter wachsen könnten. Dass die Rohstoffpreise stark gestiegen sind, von Öl über Gas bis hin zu Agrarrohstoffen wie Weizen, das ist weitgehend bekannt. Aber bei der EZB befürchtet man, dass dieser Preisdruck noch weiter zunimmt. Könnte und das versetzt die Währungshüter in Alarmbereitschaft. Aus diesem Grund befürchtet man auch an der Frankfurter Börse, dass die geldpolitischen Zügel sehr stark angezogen werden könnten. Man geht langsam dazu über, davon auszugehen, dass die EZB nicht nur einmal an der Zinsschraube drehen wird, sondern die Leitzinsen zweimal in diesem Jahr noch anheben wird. Das wäre natürlich eine relativ überraschende Wendung in Richtung Inflationsbekämpfung. Verbunden mit der Gefahr, dass der Aufschwung innerhalb des Euroraumes zumindest abgebremst werden könnte. Aus diesem Grund bringen die Börsianerinnen und Börsianer zumindest einen Teil der in dieser Woche gemachten Gewinne in Sicherheit.